Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Generalsekretärin, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute Abend bei Ihnen sein zu können und ich bedanke mich herzlich für die Einladung, hier einige Gedanken über Ostad Elais musikalische Begegnungen zu bringen und einige Gedanken über musikalische Empathie. In den Worten der Wahrheit steht ein Satz von Ostad Elai: Wenn man in spiritueller Intention spielt, ist die Musik das Medium, das uns mit der Quelle verbindet. Musik war für Ostad Elai ein Mittel zur spirituellen Verbindung, ein Mittel zu einem Weg zur Selbsterkenntnis, ein Mittel, Dinge zu erfahren, die er mit anderen, über andere Wege nicht erfahren konnte. Für Jean Durin ist ein Spezialist für persische Musik, ein Spezialist für Ostad Elai, hat auch ein Buch über Ostad Elai geschrieben, bedeutet jener Satz auch, dass er all dem Ausdruck verleihen konnte, das er mit Worten nicht ausdrücken konnte. Und es ist sehr interessant, dass Maurice Béjart, der eine Begegnung mit Ostad Elai hatte, und sie sprachen nicht die gleiche Sprache, sagte: Musik war seine Sprache und durch diese Musik habe ich von ihm gelernt. Über die Musik sind sie einander begegnet. Musik dient ihm oder diente ihm zur Kommunikation mit dem Göttlichen, mit dem Spirituellen, aber auch mit Menschen. Das wichtigste Instrument für ihn war die Tambur, und diese Tambur ist ein sehr wichtiges Instrument für die Religionsgemeinschaft der Allehak, eine Gemeinschaft, die auch der Familie Ostad Elai angehörte, wo Musik überhaupt ein sehr, sehr wichtiges Element war, in den Riten, in den spirituellen Riten, in den religiösen Riten. Und Elai nannte dieses Instrument sehr oft auch sein Pferd. Es war sein Pferd, sagt er, mit dem er sich auf die Reise begibt. Und wie er selbst berichtet, war es Musik, die ihm geholfen hat, Gottes Nähe zu erfahren. In seiner Jugend, in seiner frühen Zeit, als er in Askese gelebt hat, unter Anleitung seines Vaters, war Musik für ihn vermutlich vor allem dazu da, um dieses Spirituelle zu erleben, um Gottes Nähe zu erfahren. Nach dem Tod seines Vaters, mit 24 Jahren, verließ er dieses Leben und er ging direkt in die pulsierende Stadt Teheran, in eine urbane Gesellschaft, und er beschloss, weiters in dieser Gesellschaft zu wirken. Er veränderte sich auch äußerlich, das heißt, er kleidete sich, wie man sich eben in der damaligen Stadt Teheran kleidete. Er schnitt sich sein Haar oder ließ sich sein Haar schneiden und er versuchte, sich in diese Gesellschaft hineinzufühlen. Ein Weg, eine Möglichkeit, sich in diese Gesellschaft hineinzufühlen, war wiederum Musik. Es gab zahlreiche Begegnungen mit bekannten Musikern, mit bekannten persischen Musikern. Und mit diesen Begegnungen erfuhr er über Musik, auch über diese Kultur, die ihm nicht ganz bekannt war, die ihm in gewisser Weise fremd war. Und Jean Durin, den ich wieder jetzt erwähnen darf, meinte, das Ergebnis dieser Begegnungen war eine Synthese mit Tradition und persischer Musik. Dass Musik die Fähigkeit zur Empathie unterstützen kann, ist auch bei uns, vor allem im Bereich beispielsweise der Therapie, bekannt. Es gibt zahlreiche musikunterstützte Methoden, die schon lange verwendet werden. Und im Bereich der Therapie ist man überzeugt, dass man mit Hilfe von Musik empathische Qualitäten fördern kann, dass man versucht, hier sinnliche Reflexionen zu sensibilisieren. Aber auch in der Musikgeschichte gibt es sehr, sehr viele Beispiele, wo man erkennen kann, dass man sich mit Musik in jemanden hineinversetzen kann,
dass man durch Musik etwas erfahren kann, was man vielleicht ohne Musik so nicht könnte. Und hier kann man bei Eli schon einiges beispielhaft sehen. Das heißt, Eli geht bei seinen musikalischen Begegnungen von einem sehr gesicherten eigenen Standpunkt aus. Das heißt, er ist sehr stark in seiner Kultur verwurzelt. Er hat sie kennengelernt, er hat sie gepflegt, er weiß, wo er herkommt und geht offen, von dieser Basis aus, offen, mit Respekt, wissbegierig auf die anderen zu und versucht sich auf deren musikalische Formen einzulassen. Er hört zu, und zwar nicht nur mit dem Ohren, er hört genau zu oder versucht zuzuhören und nimmt auf. Durch sein musikalisches Selbstbewusstsein und seine respektvolle Zuwendung zum anderen eröffnen diese Begegnungen natürlich auch Entwicklungsmöglichkeiten. Dankeschön.